Als erstes börsenkotiertes Schweizer Unternehmen lanciert die BKW einen Green Bond in der Schweiz. Damit bietet sie Schweizer Investoren eine grüne Anlagemöglichkeit. Mit dem Geld aus der grünen Anleihe werden ausschließlich Projekte mit einem messbaren ökologischen Mehrwert finanziert. Bei der BKW fließt dieses Geld in den Bau verschiedener Kleinwasserkraftwerke in der Schweiz sowie Windenergieanlagen in Norwegen und Frankreich. Der ökologische Mehrwert wird mit den dadurch realisierten CO2-Einsparungen erzielt. Gemäß Ronald Rechsel, CFO der BKW-Gruppe, ist die Lancierung des Green Bonds eine Antwort auf die veränderten Kriterien für Investoren bei der Geldanlage. Nachhaltige Investitionen sind ein wachsendes Bedürfnis der Gesellschaft, vor allem aber auch der Investoren. Mit dem Green Bond bieten wir ein Produkt an, wo der Investor sein Geld in nachhaltige Projekte investieren kann, die einen messbaren Beitrag an den Klimaschutz bringen. Mit dem Produkt markieren wir aber auch Präsenz in einem wachsenden Markt und verbreiten dadurch unsere Investorenbasis. Für Susanne Thoma, CEO der BKW-Gruppe, fügt sich der Green Bond in das bereits bestehende Engagement des Unternehmens ein. Die BKW leistet einen Beitrag für die Lösung globaler und gesellschaftlicher Herausforderungen. Es macht einerseits unternehmerisch Sinn, unseren Investoren ein ökologisches Finanzprodukt zur Verfügung zu stellen. Andererseits ist es ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit, die steht im Zentrum unserer Unternehmensstrategie. So haben wir bereits seit 2013 nur noch in erneuerbare Produktion investiert und wir haben uns zum Ziel gesetzt, und das ist ein ehrgeiziges Ziel, bis 2023 75% unserer Produktionskapazität in erneuerbarer Energie zu haben.